Vielleicht versteht ihr mich nachher auch besser, was ich hier mache und vor allem, wieso es nicht besser ist. Oh, ich bin krank. Ja, krank. Ich bin süchtig, süchtig nach Misserfolg. Da darfst du wenig lachen, wie das ist. Süchtig nach Misserfolg. Ja, niemand versteht mich. Ja, ist schon klar, weil die meisten machen ja alles für den Erfolg, gell? Ja, also die meisten Menschen machen wirklich fast alles für den Erfolg. Das ist ja schon fast krank. Aber das hat mir noch nie etwas bedeutet. Im Gegenteil, ich strebe nach Misserfolg. Was heisst das Streben? Ich brauche es. Ich brauche es schon lange und ich brauche es immer wieder und ich brauche es immer mehr. Und ich kriege es auch. Das müssen wir völlig umschreiben. Er denkt, da ist Todesstille. Dann wäre das und ich kriege es auch. Niemand findet es lustig. Niemand findet es lustig. Als Kind, das war so eine harte Zeit für mich. Ja, als Kind, da hast du ja gerne kein Misserfolg. Deine Zeichnung kann noch so grusig sein. Mama lobt dich und hängt sie. Das Geschenk, das du bastelst. Was es darstellen sehen soll und schon beim Anschauen auseinanderflügt. Trotzdem, der Papa lobt dich und stellt es auf den Bürotisch. Ja, das war eine harte Zeit. Und nachher in der Schule, gut, in der Schule ist dann die Chance auf Misserfolg bei mir massiv gestiegen. Und dort, weißt du, kann ich auch merken, dass mich das richtig antört. Ja. Und dann bei der Lehrabschlussprüfung als Bäcker habe ich zuerst mal zugeschlagen. Ja. Weißt du, habe ich zuerst mal zugeschlagen. Am Anfang was habe ich gemacht? Vollgas gegeben und wirklich richtig brilliert, oder? Und erst am Schluss bei der praktischen Prüfung musste ich die Pfünderli backen. Ja, der Experte hat nur so gestaunt, die Konsistenz von dem Teig und die Effizienz von mir, oder? Und zack, habe ich 250 Pfünderli in den Ofen geschossen. Ja, jetzt wäre es eigentlich gelaufen gewesen, gell? Jetzt wäre es gelaufen. Jetzt habe ich, und dann ist es wieder gekommen, der Schmerz da drinnen, das hat weh gemacht. Und mit Messerstich, der Schmerz, zack, ist wieder da gewesen. Die panische Angst vor dem Erfolg.
Ja, jetzt habe ich müssen etwas unternehmen. Wo der Experte rasch weggeschaut hat, habe ich die Temperatur von 190 auf 360, also bis ein Anschlag trägt. Und der Timer von 40 auf 90 Minuten eigentlich auch bis ein Anschlag trägt. Und der Nächste, der dann beim Anschlag war, war natürlich der Experte, der durch den Rauch zu mir durch in die Bachstube gekommen ist und die Cola verbrannt der Pfünder gesehen hat. Und ich habe gesagt, und? Sagen Sie es, haben Sie es geschafft? Oder haben Sie es nicht geschafft? Sagen Sie es mir! Sagen Sie es mir! Ja, ich habe ihn richtig angefleht! Bitte sagen Sie es mir! Sagen Sie es mir! Und dann hat er es gesagt, Dora Kite! Das hat so gut getan! Das war ja befreilich! Wer das noch nie erlebt hat, kann das gerne nicht nachvollziehen. Er ist auch schon erlebt. Ja, der sieht man es auch, gell? Aber das war ja befreiend. Heieiei. Weißt du, bis jetzt ist das einer von meinen wirklich also besten und Misserfolg, den ich je erlebt habe. Gott, auf den nächsten musste ich relativ lang warten. Also sicher 2 Jahre. Die Fahrprüfung, klar. Ja, am Anfang bin ich gefahren wie ein Vollprofi in einem Lernvideo. Weißt du, so Innenspiegel, Aussenspiegel, links und rechts und Blinker setzen, Schulterblick und Spurwechsel. Und beim seitlichen Hyperkehr habe ich so vorwärts gemacht, dass dem Experten sogar ein leicht super rausgerutscht ist. Ach, das hat weg, Mann! Oh, das ist wieder so stich wie mit Messer her. Zack, ist wieder da gewesen. Die panische Angst vor dem Erfolg, oder? Wo wir dann bei der Motorfahrzeugkontrolle auf den Platz gefahren sind, hat er sogar ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht gehabt. Jetzt haben wir so etwas unternehmen, oder? Wir haben dann das Ende vom Parkplatz ins Visier genommen, die Augen zugemacht und das Gaspedal einfach voll durchgedrückt, oder? Dann, als ich die Augen wieder öffne, habe ich 120 auf dem Tacho und einen Velofahrer auf dem Kühler. Und habe ich es geschafft? Ja, sicher nicht, sagen Sie mal, sind Sie eigentlich krank? Ja, das bin ich. Ja, was haben Sie denn, wenn ich fragen darf? Ja, ich bin süchtig nach Misserfolg. Nein, so etwas. Ja, sagen Sie, ich auch? Nein. Wohl? Nein. Wohl? Nein. Wohl? Sagen Sie, wenn wir nachher noch zusammen einen Kaffee nehmen? Ja, das ist eine gute Idee. Kommt er echt auch mit? Fragen Sie ihn einmal. Entschuldigung, wir zwei gehen nachher noch einen Kaffee nehmen. Kommen Sie auch mit? Ah, was hat er gesagt? Ja, sie geht's noch blöd. Er hat eben vorher schon einen gehabt. Ja, er kann ja etwas anderes nehmen. Fragen Sie noch mal. Ja, Sie können ja auch etwas anderes nehmen. Aha, ja, aha, 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 ja, boah, aha, ja. Was hat er gesagt? Aha, ist sie offen? Ja, aber er hat doch noch mehr gesagt. Ja, über eine Jacke rausgeben, es wird langsam. Es werde langsam kühl auf dem Kühler. Ja, darum heisst er ja auch Kühler. Nein. Wohl? Nein. Wohl? Nein. Wohl? Ohne Kühler wird der Motor viel heißer. Ah, ich bin heißer. Freut mich heißer. Ich heiße Rolf. Und wie heißt dich der? Wie heißen Sie? Aha. Was hat er gesagt? Sag egal. Ah, sag egal. Und zum Nachnamen? Ah, fragen Sie noch mal. Und zum Nachnamen? Ah, was hat er gesagt? Sag auch egal. Ah, der Sag egal, sag auch egal. Und Senegal? Das ist ja genial. Wieso? Bist du auch schon da gewesen? Nein, Asien hat mir noch nie etwas gesagt. Nein, Senegal liegt nicht in Asien, sondern ja auf dem Motor. Nein, wohl? Nein, wohl? Nein, so jetzt langsam. Nein, wohl?